Ich bin irritiert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Warum ich irritiert bin, werdet ihr gleich sehen. Oh, das war voll die blöde Idee. Ne, es war richtig Idee eigentlich. Gut, dass es nicht angreift. Das ist super, dass es das gemacht hat. Das verstärkt doch auch Feuer, ne? Warum darf das zweimal angreifen? Na, ist komm, ist ja fucking egal. Das Vieh ist wieder schneller als mein Kollege Stein hier. Der gute Feuerstein. Zur Seite. Ist auch 10 Level niedriger. Felswurf. Hatten wir das nicht schon mal? Wirf 2 bis 5 Mal einen großen Felsbrocken. 2 mal 50. Wie viel Genauigkeit hat das? 90. Wie viel hat das? 80. Es würde mindestens auch 50 Schaden machen. Aber hat 10 weniger Genauigkeit. Kann aber auch deutlich mehr Schaden machen. Zinder. Das, was mich irritiert, ist jetzt das hier. Ich bin im Pokémon Center. Der hat mir irgendwas über Ballkapsel erzählt und dann hat sie mir angegriffen. Wenn du ein bisschen so ein Stickern bist, kannst du dir am PC eine Ballkapsel zusammenschustern. Wenn du in den Tunnel. Fertig ist, müssen wir. Ah, oh, geil, Ballkapseln. Nicht Bill, hau ab, Bill. C von Haru. Ballkapseln. Brauch Sticker. Brauch Sticker. Brauch Sticker. Hey, hast du Sticker? Das musst du sie noch anbringen. Ich brauch scheiß Sticker. Wo krieg ich die her? Wo krieg ich fucking Sticker her? Ich will die. Ich will die. Hey, hast du Sticker? Panini-Sammelsticker? Nee, rosa Brief. Nee, riesigen Herz als Hintergrund. Was machen die Briefe eigentlich, sag mal? Das wusste ich nie. Was machen die Dinger? Komm, helfen, kaufen. Gib mir mal ein paar Supertränke. Gib mir mal vor 10 Supertränke und dann sind wir schon fertig. Wir füllen die Supplies nur so auf, wie wir sie brauchen. Tschüss. Hau ab. Tschüss, habe ich gesagt. So, hat irgendjemand von euch einen Sticker? Smetbook, kein Scherz, Brief. So, schreibe ist in Ordnung. Das ist geil. Aha. Können Pokémon schon eine Attacke, die erlaubt, Leute über Wasser zu tragen? Ja. Mein guter Wurm, mein guter Lindwurm konnte das. Silica. Ein treuer Lindwurm. So, was kannst du? Ich bin der Kamerakauz Wittbert. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit deinem Erinnerungsfoto? Okay. Aber das dritte. So war wie's gern. So. Und das ist auch so eine Fotoqualität. Bild ist sehr gut geworden, ja. Du hast den Boden fotografiert und mir und meine Pokémon. Man sieht nichts von dem Hintergrund. Na, wenn schon fotografieren, dann bitte in Richtung von dem, vom Dings, vom Meer. Wie wär's denn damit? War gut, was weiß ich schon. Hafenstadt, Salzwasser, Duft. Samhafen Hafenstädte so an sich. Möchte man kaum glauben. Ein Angler, krieg von dir Angel. Berühmt, Meer kann auch angeln. Vier schon seit 30 Jahren. So sieht's aus. Hast du denn auch Lust, zum Meer zu gehen und eine Runde zu angeln? Ja, wenn du mir eine bessere Angel gibst, schon. Profi-Angel! Ha! Vom Rotten her übrigens ist... Das ist also eine Sache, die wusste ich auch nie. Ist er Profi... Ist die beste die Profi oder die Super-Angel? Das weiß ich nicht. Aufheben.
aufheben. Profiangel registrieren. Fahrrad registrieren. Dingens hier einsetzen. So, jetzt kriegen wir nämlich das hier. Oder auch nicht. Ich glaube, ich werde das statt ein Fahrrad dahin tun. Das Fahrrad brauche ich weniger. Brauche weder noch. Ja, das Fahrrad, da brauchen wir eher weniger. So, der ist nicht hier. Die ändern tatsächlich die Farbe. Ich habe recht gehabt. Ein Pokémon, wow, das ist ja so cool. Ja, das ist ein Pokécom. Mit dem habe ich schon geredet, oder? Hallo, junge Trainer vor sehen schönen Volt Salz. Dass wir schön geboren sind. Alles klar. So, hier sind noch Häuser. Hallösche. Wenn ich umgezogen bin, macht mir mein Papa immer sofort mit gruseligen Geschichten Angst. Umgezogen, nicht umgezogen. Das könnte man übel dekonstruieren, aber nein. Ich habe ganz viele Sticker von meiner Schwester bekommen. Ja, wie wär's denn, wenn du mir welche gibst? Hier, gib dir ein paar davon ab. Danke, danke, danke. Du hast keinen Stickerkoffer? Schade, ich hätte dir gerne ein paar Sticker abgetreten. Wo kriege ich einen Stickerkoffer? Moment, das ist jetzt wichtig. Google. Das ist jetzt wichtig. Pokémon. Natürlich, das erste, was kommt, was da bei Auto auffüllen kommt, ist Pokémon Go übrigens. Und das zweite ist dann Pokémon Go Cheat. Was suchen die Leute? Wieso? Komm. Pokémon Soul Silver. Stickerkoffer. Stickerkoffer. Stickerbox. Stickerkoffer. Stickerkoffer Pokémon Soul Silver. Jennet hier. Pokewiki. So. Wo kriege ich den? Der Stickerkoffer. Um Sticker aufbewahren zu können, benötigt man einen Stickerkoffer. Diesen bekommt man in Hause. Ach, das ist Diamant Perl. Platinum von der Mutter vom Jungen. Ein Hard Gold Soul Silver von einem Mädchen auf der Kumu Farm, nachdem man das kranke Miltank geheilt hat. Es geht ihm besser, aber es ist nicht heilt. Reicht das schon? Ich kann 12 Pokebälle bekleben. Au! Oh. Dafür sind die Inkognito zu gebrauchen. Man kann die Inkognito fangen in verschiedenen Buchstabenformen. Das weiß man ja. Die Viecher kannst du dann, die Viecher kannst du dann bei jemandem bei der Alpha-Ruine, die du hast, umtauschen gegen Sticker in der Form. War gut. Das sind richtig schön useless, die Inkognitos, aber. Oh, noch ein Angler. Du hör mal, ich bin auf der Suche nach einem Pokémon. Wenn du ein Krabi dabei hast, tausche ich es gegen meinen Voltoball. Ich hab keinen Krabi und will auch keinen Voltoball. Ich hab keins und will keins. So. Okay, Brosinelbeeren, aber die hat ja niemand. Speichern, das ist der Leuchtturm, ne? Das sieht so groß aus. To add. So. Zu Su, dunkle Straßen sind nachts gefährlich, dunkle Meeres und Tiefen ebenso. Und das Licht des Leuchtturms sind alle Schiffe auf dem Meer gefangen. Er sagt nicht. Da könnt ihr runterkraxeln, aber das tun wir nicht. Bringt das was? Natürlich nicht. Gibt es am Strand irgendwas, wo ich abgreifen kann? Wobei, hier war ich noch nicht. Ist irgendein Shop, oder? Ein Restaurant, naja, fast. Das Mythos Oliverna City Cafés ist randvoll gespickt mit deftigen Seemannskostümen. Du da, bist du ein Pokémon-Trainer? Wenn du im Berg unterwegs bist, stößt du manchmal auf runde Steine. Mit einer Attacke namens Stärke kann der Pokémon diese Dinger bewegen. Ja, das weiß ich. Kesselberg, Kunden, Stärke beherrschen. Ah. Schling. Hab ich verschluckt. Selbst daran schuld. Kauen. Danke für diesen Tipp.
Wenn ich in die Stadt komme, sehe ich hier zum schaue hier zum Essen vorbei, an der Kasse stehe vielleicht ungegreifter. Sam macht echt süchtig. Alles klar, dann ist mal lieber nix. Wer weiß ja nicht, was der da reinpanscht. Da ist ein Boot. Da ist ein Hafen. Sind hier Leute? Hier sind Leute. Hast du schon mal den Kanto? Ja, weiter tatsächlich. Das soll es so sehr, soll es sehr viele seltene Pokémon geben. Mehr als hier. Nee, doch nicht. Ungefähr gleich viel. Das hört sich so toll an, dass ich es in ihren eigenen Augen sehen will. Gut, diesen Mew und Mewtwo. Der MS Aqua wird Düsenkraft vertrieben. Sie berührt kaum das Wasser, steht sie über die Wellen. Während sie über die Wellen prescht. Junge. Perscht, prescht. Presswurst. Wenn ich wohlbehalten zurückkomme und wieder den Boden von Liliana Sippe unter meinen Füßen spüre, sollten wir zwei zusammenziehen. Was sagst du, wäre das nichts? Mein Freund muss aus allen eine große Sache machen, dabei ist es doch nur Crewmitglied auf einem Ausflugsschiff. Soll es irgendeine Anspielung sein? Warum drehst du die um? Wir kommen auf dem Schnellboot der MS Aqua, aber leider nicht die Wartung der Maschine immer sehr viel Zeit. Aber leider nimmt die sehr viel Zeit in Anspruch, so. Deshalb steht auch noch nicht fest, wann wir genau ablegen werden. Danke dafür. So. Für das Ampharos brauche ich doch Medizin, oder nicht? Ey, wenn das nicht die perfekten Wellen ist. Diese Wellen muss man einfach nehmen. Wir gehen Kampfzone, was? Muss die Wellen nehmen, hä? Stimmt ja. Muss erst auf jene Insel, dann kann ich das hier machen. Oder? Die Reihenfolge ist ungefähr in der, wie man gehen muss. Für gewöhnlich. Aber bei... Ich glaube, bei der ersten Edition hat man tatsächlich da sich das aussuchen können, Junge. Speichern. Soll ich runterfahren? Theoretisch können wir mit Surfer runterfahren. Was habe ich denn gegen Kampf? Was ist hier oben eigentlich? Was? Ich war als erster hier. Ich stehe schon die ganze Zeit an, um als erster in die Kampfzone zu gelangen. Deshalb gönne ich mir nicht einmal Schlaf. Wenn es dir nicht ausmacht, die Nummer 2 zu sein, dann stelle ich doch noch dazu. Nein. Ich habe nicht mal Ahnung, was das hier ist. Ich könnte den Portier fragen, aber nö. Machen wir mal nicht. So, Voraussicht, ich muss jetzt einmal oben auf den Turm rauf. Dann wird mir gesagt, ich muss wieder runter und was holen. Und dann wird mir gesagt, wo ich das... Dabei wird mir auch gesagt, wo ich das holen kann. Ich glaube, das ist der Witz hier. Ist die Mutter von der alten, ne? Schon seit langem erhält die Nacht... Hält bei Nacht Pokémon das... Schon seit langem erhellen bei Nacht Pokémon das Meer um Olivana City. Was ist das für strange Musik hier? Was zum Geier? Das macht mir irgendwie Angst. Was ist das für Musik? Es hört sich an, als würden mindestens 2 bis 3 Musikstücke übereinander spielen. Der Leuchtturm wurde zu Ehren genau dieses Pokémon errichtet. Annette! Wuhu! Guten Abend, Annette hier! Das musst du dir anhören! Hier kam gerade ein wahnsinnig toller Trainer vorbei. Oh, Ass-Trainer. Wenn ich mal groß bin, möchte ich genauso sein wie die. Was? Ciao, ich komm später dann. Macht ein Ass-Trainer so weit hin? Der Leuchtturm wird unter anderem auch zu Trainingszwecken benutzt. So viele Trainer gibt es hier. Bis hier drinnen gibt es nicht leicht, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Ist ja logisch, dass im Leuchtturm die Leute sich aufs Maul hauen. Gib mir keinen besseren Ort für sowas. Nächster Halt, Lichtkuppel. Oh! Ich darf direkt nach oben fahren. Oder was? Bitteschön. Ja! Früher hat man da zu Fuß hoch müssen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist super. Gut, das ist jetzt zwar scheiße, dass das hier ist, weil da leuchtet es nicht richtig, aber das ist super. Kommen wir da überhaupt rein? Natürlich kommen wir da nicht rein.
Ich muss doch von unten hoch. Nur haben wir jetzt hier eine Abkürzung nach unten. Ach, verdammt nochmal. Aufzug des Leuchtturms, nächster Halt, Erdgeschoss. Wer braucht schon Feinaufstufung? Ha, ich hab schon fast gedacht, ich könnte das überspringen, aber nein, das wird mir nicht gegönnt. Es wird mir nicht gegönnt. Ja, hier fängt es nämlich schon an. Jetzt wollen wir alle aufs Maul hauen. Der Junge hat 100 pro und Fukano. Das ist die gleiche Nummer wie in Orania City. Oder wie in Oral City, wie der Kerstin hat. Orania City, glaub ich schon. Es ist, die alten Leute haben immer einen Fukano dabei. Zumindest bei der MSN haben sie das gehabt. Ob der jetzt anhat, weiß ich nicht. Werden wir ja gleich sehen. Spielplatz. Ja, dann lass mich doch in Ruhe. Das Spiel war anders. Gentleman Hubert. Knocked. Das Vieh ist Psyo. Das wird lustig gleich. Oh, Moment. Flug ist gut gegen Pflanze. Blöde Idee. Alter, das ist schon mal immerhin Tanky. Immerhin das Connor. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Ich nehme mal A-Runde. Da muss ich ein bisschen leveln. Wir müssen alle ein bisschen leveln. Ja. Aufruhe. Was ist eigentlich gut gegen Stahl außer Feuer? Was war denn das? Wurscht, ich konnte währenddessen nachdenken. Das ist ja sehr spannend hier, wie immer. Trainer. Feuer war auf jeden Fall gut gegen Stahl. Wasser war nicht gut gegen Stahl. Stahl hat noch irgendwas mit Gestein. Ich weiß auch gerade nicht was. Oder das denke ich einfach nur, wenn man das Vieh hier zu einem Stahlvieh machen kann, mit Stahlmantel und tauschen. Das hätte ich echt disablen sollen, dann hätte ich um einiges bessere Pokémon haben können. Na gut, jetzt ist er schon wurscht. Gentleman Hubert. Ach, im Ende ist ernst. Alter, 4000. So kann ich mein Kommen in Zukunft stets ankündigen. Nein, du perverser Sack. Boah, Kampfgut gegen Stahl, ich weiß es nicht. Aber es war neben Feuer noch irgendwas. Entweder Stahl oder Gestein, aber ich glaube Gestein würde halt nicht wirklich Sinn haben. Vielleicht war es Boden. Ich verwechsel das Gestein und Boden immer gern. Kann ja dann testen, ich meine, es sind immer noch Leute davor. Vor dem Arena-Leiter konnte das ja testen, ob das so ist oder nicht. Lars, tut doch endlich mal was, es regnet. Eigentlich, theoretisch müsste es heilen, das Vieh, weiterkämpfen. Quapuzzi. Arena-Leiter in der nächsten Stadt hat ein Quappo, ne? Ja, natürlich kann es. Was, was, ey, komm, leck mich doch am Sack. Es regnet. Mach nur mal Hypnose. Aquaknabe. Sieht aus, als würde er das mit seiner Nase schießen. Das ist in dem Fall nämlich tatsächlich seine Nase. Beim Quapsel ist es der Mund. Rein theoretisch müsste es den aufwecken. Warum ist der Duplex jetzt Hieb so oft? Hast du es aufgemacht? Es hat ihn aufgeweckt! Tschüss! Dem müsst ihr auch nur irgendeinen zweiten Typ beibringen. Ja, mit der Worth ist hier im Team. Da ist der Tanky. Was kann ihr dem noch beibringen? Man hat jetzt schon Zerschneider, also kann ich nur noch. Nein, verflucht! Gib mir deine Telefonnummer! Nein! Du bist ein Pantoffelheld. Der Typ hat Elektro-Pokémon, aber 100 pro.
Jetzt kann ich doch mal austesten, ob das so ist oder nicht. Ne, warte mal. Ob das Boden oder Gestein ist, kann ich jetzt mal testen. Es ist noch nicht der Fälle das Gegenteil von dem, was ich denke. Es ist bis jetzt doch fast immer so gewesen. Aber dann nochmal mit Psycho und Geist, das kann ich mir auch nicht merken. Ich hab deswegen, weil früher, ich hab das früher mal so gehabt, dass Psycho immer effektiv war gegen Geister-Pokémon. Aber auch nur deswegen, weil die zur Hälfte Gift waren. Deswegen war es immer effektiv. Ich glaube, deswegen merke ich mir das nicht richtig. Das ist ein Vogelfänger. Okay, der war fast. Als ob ich gewusst hätte, ne? Als ob ich gewusst hätte. So. Du bist ein Vogeltrainer, das weiß ich noch. Das habe ich mir merken können. Taubsi! Das hat auch wieder kein Problem. Ist ja logisch. Das ist eine fucking Steinschlange gegen Vögel, Kleine. Taubsi, wahrscheinlich hat er einen Tauboga als letztes. Und einen Ibizak oder sowas. Oder ein Tauboss, könnte auch sein, aber das glaube ich nicht. Immerhin kriegen wir Don Aron auch ein bisschen weiter. Der lernt ja mit Level 32 Dingensbummens. Drachenodem. Das. Dann haben drei meiner Pokémon Drachenattacken. Man kann es gebrauchen, weil Drachen ist gegen alles zumindest einmal neutral effektiv. Außer gegen Eis. Und Fee gibt es noch nicht, also kann man das komplett ausklammern. Das ist mein absoluter Lieblingstyp geworden übrigens, der neue, der Fee. Ich finde richtig geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde geil. Vor allem die Kombi Fee-Psycho, was Ding ist jetzt, Gardevoir. Den finde ich jetzt richtig gut. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das richtig gut. Nur so als kleine Randinfo. Es war ein interessanter Trainerkampf bei Soan hier vor allem mit vier Taubsis, die du one-shottest. Da. Es ist echt so eine Zeitschinder-Nummer. Eugen, ich bin mal 100 Pro, wir hatten schon mal einen Eugen. 100 Pro. Oder Eugen. Pokémon zu trainieren. Möchtet ihr kämpfen? Ja, das möchten sie alle. Könnten gegeneinander kämpfen, aber nee. Warum auch? Ach, und Vulcano, ich hab's doch gesagt! Ich hab es gesagt! Stein gegen Feuer ist ja auch gut, ne? Yo! Lernt er eigentlich auch mal Felswurf oder so? Ja, der hat die Steintafel, das wäre nicht schlecht. Zwei Vulcanos. Ich versteh's immer noch nicht, warum haben die Leute da im Pokémon doppelt? Mann, jetzt sitzt du zweimal Angriff weniger. Aber ich glaube, das reicht trotzdem noch zum One-Shotten. Oh nein, tut's nicht. Aber seine Initiative ist runter. Schnurl. Der hat jetzt Slam. Warum hat denn der eine Top-Genesung? Sag mal. Hallo, was denn da los? Genesung, ich glaube, geht los. Felix. Top-Genesung. Alter, Top-Genesung für ein Level 18 Vulcano. Was ist los mit den Leuten? Wieso hat der das? Gut, die andere hat ein Glas Milch. Da ist eine Tür. Oder ein Fenster. Könnte auch eine Tür sein. Von der Größe her in der Tür. Ja, muss außen um den Turm rum, oder? Oder er muss da rüber, runter, hoch, weil die bauen ja so gern. Die bauen ja so geil, die Türme. Oh, das ist nicht gut.
Man möchte meinen, es hier Bedrohung, aber hat's nicht. Pokémon. Lars. Jetzt schenke mal Vollgas. Natürlich. Das Vieh hat Walzer. Zauberblatt. Weg. Ich sollte jetzt einmal Silica wieder leveln. Silica ist und bleibt eines meiner stärksten Pokémon. Oh wow, ich muss auf jeden Fall wechseln. Du wolltest kämpfen, selber schuld. Pokémon. Silica, tauschen. Im Zweifel gegen Wasser ist der Silica ja auch brauchbar wegen Donnerblitz. Komm mal. Angeberei. Brauche ich nicht. Bullshit. Das ist wirklich eine Tür. Baue mir die gut. Eine Tür ins Nichts. Offensichtlich. Die könnten doch ruhig ein Geländer ranmachen oder so. Ein Sonderbonbon. Die haben nie verwendete Dinger. Hätte man machen sollen. Ihr könnt es theoretisch jetzt direkt verwenden. Oder warten. Ihr könnt theoretisch mit Level 30 entwickelt sich Silica weiter, ne? Bei Level 29 könnt ihr das Ding eigentlich einfach einwürfeln und dann haben wir das. Und Level 28 und das letzte machen wir dann noch. Das würde ich an sich für besser halten. Wieso bin ich hier im Inventar? Erstmal speichern. Ich bin in Turm runtergefallen. Oder gesprungen. Oder besser gegangen. Weil doch kein Geländer war und gar nichts. Aber für gewöhnlich mit dem Mann, man schaut vor sich raus, ob da überhaupt irgendwas ist, wo man hingeht. Wahrscheinlich nicht. Ein desolater Leuchtturm, ey. Das sollte man reparieren. Löcher in der Wand. Da drüben auch schon wieder. Gut, das sind Fenster, aber das sind trotzdem Löcher, wo man rausfallen kann. Ferdinand. Krabi. Ey, das kannst du mir doch mal eben leihen. Nee, wir müssen den Voltoball holen gehen. Oder auch nicht. Krabi. Schaut lustig aus. Ich mag das Ski. Noch ein Krabi. Das ist am Strand, bist du von den Viechern wimmeln. Aber eigentlich, sag ich. Theoretisch müsste am Strand eigentlich von den Wimmeln. So, das dürfte reichen für Level 24. Lernt es überhaupt noch irgendwas, bis es sich weiterentwickelt? Ich glaube nicht, ne? Irgendwo lernt es auf jeden Fall Drachenstoß. Das ist extrem gut. Das kann man doch. Ich weiß nicht, ob ich dort Drachenwut dann für das wirklich tue oder nicht. Es lernt auch Nassschweif, habe ich gemerkt. Soweit ich weiß. Weil irgendwas in dem Bereich, auf irgendeiner Wasserattacke lernt es auf jeden Fall. Vom theoretisch her, es ist ein Wurm, was solltest du sonst noch lernen? Vielleicht noch Aquaknarre, aber das würde keinen Sinn ergeben. Das ist ein Traum-Pokémon, das hat irgendwas extrem Starkes. Ziemlich sicher Nassschweif oder sowas. Benno. Kannst du irgendwas gegen Flug? Ist Eis gut gegen Flug? Tatsächlich. Gut geraten. Die merkst du ja sowieso nicht. Spätestens nächste Woche weiß ich es nicht mehr. Ibitak. Selbst wenn es nicht gut gewesen wäre, der würde ich one-shotten. Was denn da los? Das frühere Schlag ist übrigens die einzige wirklich brauchbare Attacke von Ibitak. Alles andere ist Bullshit. Das lässt aber natürlich ein Crit. Natürlich. Und das war's mit Silica. Ibitak ist so ein scheiß nerviges Drecksvieh. Ah ja, stimmt, der kommt jetzt Windhose. Scheiß Vieh. Ist ja immer noch nicht fertig. So,
Ja, das Ski Level 18 hat Aero aus, ja. Wieso kritten die so viel? Ah ja, stimmt ja. Voll Gegner, Hurensohn, so. Sollte nicht sagen, ihr mag dieses Wort auch nicht. Ob wir noch einen Beleber? Wahrscheinlich nicht. Ja, das mache ich eben. So, ich bin nur eben ins Pokémon Center rüber und hab wieder kalt. So, der Teleport bringt's. Hätte mir einiges länger gebraucht, wenn ich es nicht hätte. Eine perfekte Mischung. Pepe. Warum kommt man der so auch so bekannt vor? War er nicht auf der MSN? Bin mal 100 Pro, wir haben schon mal gegen einen Matrosen Pepe gekämpft. Darum gibt's nicht so oft. Ja, auch so wenig wie Sönke. Ah! Ich will hier sogar mit den Trainern kämpfen. Lieber als mit dem wilden Pokémon. Kriege nämlich auch Geld für und es bringt an sich mehr Erfahrung. Cornelius. Oh. Drachenwut. Im Zweifel Drachenwut. Haben noch mal. Ist ja wurscht. Der pumpt sie eh nur auf, dann belassen wir einfach weg. Hallo, weiter kämpfen. Ich bin gerade überfragt, was war gut gegen Kampf. Ich glaube, Flug könnte es sein. Ich glaube, Flug, ja. Ich glaube zumindest, keine Ahnung. Fabuzzi, da bin ich gut gegen, weil da haben wir elektrisch. Haben wir elektrisch, Junge. Ich mach dich elektrisch. Es fängt im Turm an zu ringen. Damit der Strom noch besser leitet. Gute Idee. Jetzt sind alle tot. Was ist das hier? Super Schutz. Nimm ich gut. Nimm ich gern. Das nimm ich gut. So. Speichern. Ganz wichtig. Es ist schon lang nichts mehr gewesen. Verhältnismäßig lang. Deshalb die Hoffnung habe, dass wir das hier überstehen, ohne dass es abstürzt. Guten Morgen. Wird es plötzlich sehr krank. Seitdem bringt es nur noch nach Luft. Ringt es. An Ammonia City auf der anderen Seite des Ozeans soll es einen wundertätigen Apotheker geben. Ich kann Amphi nicht einfach hier alleine lassen. Willst du mir einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht für mich dort Medizin kaufen gehen? Ich halte dir auch den Eingang offen. Ja, bitte. Oh ja, der Tür. Der Tür. Der Tür. Amphi. Es scheint kaum Luft zu bekommen. Na klar. So, die Tür ist offen. Jetzt muss ich Medizin kaufen gehen und ich brauche Sinelbeeren.
Das ist unser. Das ist unsere. Das sind unsere Objectives, die wir gerade haben. Brauch fucking Sinelbeeren. Muss irgendwie noch an Ammonia City. Dort dann Medizin kaufen. Dem Arena-Leiter aufs Maul hauen, wenn wir schon mal da sind. Und ja. Dann hier wieder zurück. Dann da oben dem Medizin geben. Dann hier ihr aufs Maul hauen. Und dann müssen wir. Dann kriegen wir hoffentlich irgendwo auf dem Weg. Kriegen wir dann hoffentlich Kaskade. Und dann können wir weiter zur Eis- und zur Drachenarena. Durch den Vulkanberg. So, jetzt habe ich es nämlich, glaube ich. Dann können wir. Ich bin mir gerade nicht sicher, kommt dann die andere Hälfte oder kommt. Oder gibt es hier auch zwei Pokémon liegen? Das weiß ich gerade nicht mehr. Egal, dann sind wir dann. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn das passiert, so viel wie ich heute hinkriege, wahrscheinlich rüberfahren, Arena, zurückfahren. Ja, weiß ich aber nicht. Tschüss. Ratini.